Yes, wir sind seit langem das erste Mal, ohne dass sie uns rausgenommen haben, durch den Security-Check durchgekommen. Es ist alles und wir gehen jetzt Porto und lernen ein bisschen Porto kennen und können ein bisschen Portwein probieren. Und ja, wir freuen uns. Jetzt bist du bearbeiten. Fettchen von Wien. Wir sind jetzt ins Taxi gestiegen und fahren zum Hotel. Und vorne am Flughafen angekommen sind, haben wir herausgefunden, dass Porto perfekt ist, um eine mobile SIM-Karte zu kaufen. Schnell in Vodafone laden für 3 Tage, 10 GB für 10 Euro. Ohne irgendeinen Ausweis zu zeigen, nach 15 Minuten ist man draußen und die SIM-Karte drin und alles funktioniert perfekt. Ich bin jetzt gerade hier in der Hotel-Lobby und es sieht recht stylisch aus und die Lampen gefallen mir sehr. Das Hotel, wo wir sind, heisst der Haus und wie immer gehen wir mal schnell schauen. Und ich habe keinen Plan, wie es aussieht. Oh, cool. Stylisch. Das ist riesig. Wow, das ist ja voll groß. Das ist schön. Das ist mega schön. Haben wir eine Aussicht? Zu Anne? Ja, perfekt. Wie heisst die Brücke? Das ist die bekannte Brücke. Brugottos de los Brugos. Nein, keine Ahnung. Was für ein toller Ausblick da, mega. Seht ihr das? Wir fahren jetzt Gondeli. Und auf die gehen wir jetzt. Das hier unten sind alles Lagerhäuser, wo der Portwein gelagert wird. So sieht es hier aus. Das ist Porto, Junge. Wir sind jetzt hier am mega coolen Restaurant. Ich zeige es euch, nehme ein bisschen mit und zeige, was ich esse. Die Nacht war so unglaublich gut und ich bin jetzt so unglaublich müde. Ich habe nur etwa 2 Stunden geschlafen und wir sehen uns morgen wieder. Wir sind jetzt hier bei Graham's angekommen und hier wird Portwein produziert und wir können ein bisschen testen und da wird Portwein abgefüllt und gelagert auch. Ganz viele Flaschen da. Nein, nicht. Oh. Das ist noch eine coole Story von diesen Fässern da hinter mir, die ihr überall seht. Die sind 550 Liter. Und die sind drum 550 Liter, weil früher sind die Fässer noch 500 Liter gewesen. Und die es bestellt haben, das ist immer mit dem Schiff transportiert worden. Und die auf dem Schiff, die haben daraus getrunken, die haben Löcher drin gemacht und haben dann getrunken. Und darum haben wir dann irgendwann gesagt, dass sicher 500 Liter ankommt, macht man für die Fässer grösser. Und dann sind es 550 Liter gewesen und die Crew vom Schiff hat dann können 50 Liter trinken pro Fass und es hat immer noch genug gehabt. Die
Flasche kostet 6.500 Euro. Ich habe alle noch ganz, ganz viele Fotos und wir haben alle mega Hunger. Schaut euch mal die schönen Fleischstücke an. Und das Stück ist gut. Oh, ich freue mich so. Eineinhalb Stunden sind wir im Auto geguckt. Danach steigen wir aus und dann das. Unglaublich, nicht? Mega schön. Wir sind jetzt gerade angekommen und schauen mal das schöne Haus an. Schön vorne. Und die Aussicht. Unglaublich. Das ist mein Raum für heute Nacht. Und wir schauen mal zusammen rein. Mega urchig, mega schön. Mir gefällt das. Das ist das Badzimmer. Ja. Und ja. Startet. Leider ist Schwarze ja weg, sie ist unterwegs auf Florenz. Aber wir gehen jetzt mit dem Auto den Berg drauf. Und eine Bootsfahrt gibt es heute auch noch und wir lernen noch mehr über Poti. Ja, ich freue mich und ich nehme euch auch wieder heute mit durch den Tag. So, jetzt fahren wir auf den Berg hoch. Aus diesen Trauben entsteht dann nachher der feine Poti. Das ist hier der Winzer, der gerade etwas am Machen ist. Der größte Unterschied von der Produktion von Portwein und klassischem Wein ist, dass bei klassischem Wein muss die Temperatur immer extrem gut stimmen. Und bei Portwein kommt es nicht so darauf an, weil es eine feste Zuckerhaltung ist und viel mehr Alkohol drin hat. So, mein letzter Blick, jetzt geht's heim.